Nur noch 25 Tage bis Heiligabend und das bedeutet, dass auch der Landtag von Sachsen-Anhalt sich festlich schmückt. Traditionell wird deshalb jedes Jahr von einem Abgeordneten ein Weihnachtsbaum gestiftet und dieser von Kindern dekoriert. In diesem Jahr hat der Landtagsabgeordnete Wolfgang Aldag sich dieser Aufgabe angenommen und sich ein ganz besonderes Team zum Schmücken gesucht. Also heute haben wir die Kinder aus der Grundschule am Schlosspark Rösa hier gehabt. Die haben ein ganz, ganz wunderschönes Programm gemacht. Mal was ganz anderes, was ganz Neues. Ein bisschen Hip-Hop auch als Musik mit reingebracht. Von dem ganzen Kontinent auch einfach Lieder gesungen, weil der Weihnachtsmann natürlich über den ganzen Kontinent fliegt, über die ganze Welt. Und das fand ich einfach ganz erfrischend. Und wie erfrischend dieses kleine Theaterstück der Viertklässler war, wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Felicidad. Nach einer solchen Schaueinlage gab es dann für die Kinder ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, über das sich alle sehr freuten. Dies war auch der Landtagspräsidentin ein wichtiges Anliegen. Wichtig ist für mich, dass wir im Prinzip auch die Kinder hier mit einbeziehen. Das ist ja auch mein Ansinnen mal gewesen, auch Kinder mit in den Landtag hineinzubekommen, damit sie auch so ein bisschen Fingerspitzen und Feeling bekommen, was ein Politiker überhaupt zu leisten hat. Und ich habe gesagt, das sind hervorragende Dinge, die Kinder auch mit Spaß hier reinzubekommen in den Landtag. Und für uns als Abgeordnete habe ich gesagt, gibt es noch nichts Schöneres, wenn man die Vorbereitung und die Kinderaugen sieht, wie sie doch mit aus dem Herzen heraus ihr Programm rüberbringen und sich natürlich auch freuen. Für die meisten Abgeordneten war im Vorfeld zur Schmückung des diesjährigen Baumes aber auch eine andere Frage ganz besonders spannend. Hat sich schon jemand fürs nächste Jahr gemeldet? Und wenn ja, wer? Nein, heute hat sich noch kein Abgeordneter gemeldet, aber es wird eine Abgeordnete sein. Und im nächsten Jahr werde ich selbst als Abgeordnete auch einen Baum aus dem Harpker Wald hierher transportieren lassen. So dürfen wir also auf den Weihnachtsbaum des Jahres 2018 gespannt sein und freuen uns schon auf die Baumschmückaktion unter der Leitung unserer Landtagspräsidentin.